Herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin die Miri und wir sind zurück bei unserem Kaiser Opizino von Italien, der immer noch mit seiner Revolte zu tun hat. Das ist mittlerweile schon eine ganz schön ordentliche Sache. Also die läuft ja schon seit 2 Jahren. Gut, wir hatten natürlich auch die Geschwindigkeit jetzt immer sehr, sehr gering, damit ich einigermaßen schnell reagieren kann, denn wir haben sehr viele Schauplätze. Die gute Neuigkeit ist, wir haben hier unten das Ganze gut in den Griff bekommen. Die hier gehen jetzt irgendwie auf die Schiffe, man weiß nicht wohin. Sollen sie machen. Wir müssen uns jetzt hier um diese Truppen da oben kümmern. Denn irgendwie haben die böhmischen und ostfränkischen Herrscher es geschafft, da oben nochmal 30.000 Mann zu vereinen. Und die sind jetzt doch ein Problem für unsere 25.000 Mann. Die wurden auch gerade geschlagen. Das ist also nicht ohne. So. Macht das hier einen Unterschied? Verstärkungsrate. Wäre wahrscheinlich aktuell gar nicht so verkehrt. Machen wir mal. Auch wenn es ein bisschen aufs Geld geht. So. Wie gesagt, die sind auf dem Weg. Dauert eine ganze Weile. Die hier, diese Truppe, belagert Neapel fröhlich vor sich hin. Mal sehen, was dabei passieren wird. Ich gehe auch wieder auf Stufe 3. Ausbruch der Blattern. Ja, unter unseren Gefangenen haben wir offenbar Probleme. Hier wird weiter belagert. Aber nicht von uns. Es gibt hier, der Herzog von Ostfranken hat schon wieder so einen Krieg. Greift Prinz Bonifacio vom Ostfrankenreich im ostfränkischen De Jure-Krieg um das Herzogtum Angria an. Also der scheint extrem gierig zu sein, habe ich eigentlich gar nicht so gedacht, weil das ist eigentlich maßvoll. Aber ein Krieg nach dem anderen bricht der hier vom Zaun. Unglaublich. Oh, was gibt's denn jetzt schon wieder? Noch eine Gefangene. Ach so, wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Unsere Tochter hat bei irgendeiner Belagerung ihre beiden jüngeren Söhne verloren. Was mich aber ein bisschen wundert, weil die Viscaya wurde ja nicht belagert. Da befindet sie sich ja. Und ich hätte jetzt gedacht, dass ihre Kinder auch dort sind. Ihr Gatte wurde gefangen genommen vom König von Böhmen. Ich nehme mal an, dass das jetzt bei irgendeiner Schlacht passiert ist. Ja, auch der hat wieder den Narrenhut. Das finde ich ein bisschen blöd, dass das jetzt so viel um sich nimmt. Dass ich mir mal ganz ehrlich, ein König läuft doch nicht mit so einem Hut rum. Würde ich jetzt verstehen, wenn er wahnsinnig wäre. Aber das ist er ja nicht. Insofern finde ich das jetzt ein bisschen unpassend. Ich bin nicht so happy über diese neuen Sachen, die es da gibt. Muss ich schon so zugeben. So. Fängt wieder diese Sache an, dass ich hier die aufspalten muss. Ich brauche nämlich jetzt einen Ort, wo die sich auffüllen können. Hier ist ganz gut. Trotz Winter. Die hier, das ist fast gut. Dann gehen wir hier mal nach Schaumberg. Schaumberg, nicht Schaumburg, das ist ja woanders. Während die hier weiter nach Norden marschieren. Fleißig. Und vor allem sehr unterversorgt. Gut, wir spalten nochmal auf. Ihr geht weiter nach Kermendin. Und ihr könnt euch auch mal aufspalten, denn die nicht marschieren. Sind das die oder die? Die marschieren nicht, ne? Die gehen nach Krems hoch. In der Hoffnung, dass es was bringt. Jetzt im Winter ist sowieso nicht so gut mit Kriegsführung. Ne? So viel Zeit haben wir schon. So, die Belagerung hier ist auch fast durch. Oder? 7 Tage. Also mein Plan ist, dass ich die jetzt hier einfach weiterlaufen lasse.
Und im Notfall auch bis runter nach Sizilien. Der nächste im Kerker. Im ganzen Kerker herrscht jetzt hier die Seuche. Na? Wo kommen die denn auf einmal her? Dragoman, Sohn von Graf Nikola von Poritne, möchte irgendjemanden anscheinend ermorden. Okay. Ihr bleibt bitte hier stehen. Ihr könnt aber das hier zurückbelagern. Das ist okay. Na? Jetzt seid aber doch ein bisschen zu viele hier, ne? Weiter aufspalten. Anders geht's ja nicht. Auch ihr. Ja, die sind ja noch nicht vollzählig. Die hatten ja gerade eine Schlacht, da haben sich ja einige. Ja. Sind ja einige gestorben. Die nächsten blattern. Das war jetzt aber nicht meine Frau, ne? Nee. Ich glaube, es ist immer noch der Kerker, der hier betroffen ist. Ich habe halt sehr viele im Kerker. Daher, gut, die haben sich jetzt doch irgendwie anders überlegt, das war ja wieder klar. Aber jetzt wird hier oben gekämpft. Hier spielt die Musik. Na, die darben hier aber ganz schön. Also, ihr könnt euch hier in Amstetten auffüllen. Ihr geht nach Freistadt. Ihr müsst euch, glaube ich, noch ein bisschen länger auffüllen. Ab nach Wien. Und ihr geht mal dahin. Ach, so viel Blattern. Ich hätte vielleicht eine andere Option wählen sollen. Ja. Ich weiß nicht, ob irgendwann der ganze Hofstaat hier blattern haben wird. Wenn die gute Neuigkeit ist, er nicht, ist nicht an meinem Hof. Ne? Er mit seinen super Kindern. Oh, ist auch noch Kräuterkundler geworden. Meine Güte. Ich freue mich immer noch so über ihn. Er hat auch schon ordentlich was gelernt in seinem einen Jahr. Das ist schon ordentlich. Sehr ordentlich. Ja. Aufgefüllt? Fast, naja, nicht so richtig. Der hat halt einen. Die haben einen entsprechenden Befehlshaber hier. Die belagern ganz fleißig. Das ginge mit dem hier sogar noch ein bisschen schneller. Also bitte einmal tauschen. Ah, Moment. Stehen bleiben. Warten, bis du dran bist, sozusagen. Jetzt. Sonst geht der ganze Vorschritt ja dahin. So, da haben wir es auch schon. Ach herrje. Jetzt ist aber einiges passiert. Hier sind wieder Blattern ausgebrochen. Unser Bruder Massimiliano ist tot. Was hat der nochmal? Unser Bruder? Ah. Der Älteste. Das war der, der nach Wales geheiratet hat und waldensisch geworden ist. Ja. Und meine Verwandte Susanna ist auch tot. Oh, das sind übrigens die 100%. Wir müssen die da oben gar nicht mehr schlagen. Kam das jetzt durch diese Belagerung? Scheint so. Salerno hat es anscheinend gerissen. Gut, dann machen wir natürlich jetzt den Frieden. Meine Güte. So, alle aufständischen Vasallen wurden eingekerkert. Und ihr wisst ja, was jetzt kommt. Jetzt wird mal wieder ein bisschen abgerechnet, ne? Nachdem die mich hier jahrelang gerade damit beschäftigt haben, meine Truppen von A nach B zu bringen und natürlich unser Geld hinunterging. Aber man muss sagen, es war diesmal nicht so schlimm wie beim letzten Mal.
Erinnert euch vielleicht, wie krass das am Anfang war, dass wir immer kein Geld hatten. Das ist jetzt besser geworden. Das müssen wir schon mal festhalten. So. In Friedenszeiten werden wir natürlich Befehlshaber ausbilden. Steuern eintreiben passt ganz gut zu uns. Sag mal, müssen wir nicht irgendwie mal wieder einen Fokus lebenswandelfreies Ding bekommen? Okay. Ja, das dauert immer ein bisschen. Wir kriegen ja nicht so viel. Wir kriegen immer nur 30 pro Monat. Das heißt, alle 10 Monate haben wir 300. So nach 3,5 Jahren haben wir dann wieder den nächsten Vorzug. Naja, 3 Jahre sind es eher. Okay. Unser Kerker ist wieder mal brechend voll. Gefangene. Wir gehen jetzt mal wieder von oben durch, würde ich sagen. Die Gräfin Miloslava von Dnipro. Das ist die da hinten, die renitent war. Und der hatten wir vorher schon mal was abgenommen. Und jetzt ist sie uns quasi wieder in den Rücken gefallen. Weil sie auch noch unzüchtig ist, können wir ja sogar noch mehr abnehmen. Und jetzt verliert sie auch das hier. So. Dein Pech. Kannst mir aber gerne noch ein bisschen Geld bezahlen, um freizukommen. So, dann haben wir den König von Böhmen. Der, wenig überraschend, jetzt nicht mehr lange der König von Böhmen sein wird. Das geht natürlich nicht. Er wird verlieren. Kann ich. Ach so, okay. Ich kann ihm nur Böhmen oder Niederschlesien abnehmen. Das ist natürlich die Frage. Was mache ich denn jetzt? Nochmal kurz gucken. Okay, Niederschlesien, da fällt all das hier mit drunter. Ich muss mal gucken, was würde er denn wo verlieren? Das wäre all das hier, wenn ich ihm Niederschlesien abnehme. Wäre es nur das hier? Nee, dann wird er Böhmen verlieren. Wir haben keine Geduld mit solchen Leuten. Haben wir nur einen Aberkennungsgrund? Ja. Also. Damit muss er jetzt klarkommen. Ja, ich behalte die Titel jetzt auch erstmal. Bei dem hier müssen wir auch mal gucken. Also ich werde mal gucken, dass wir bei ihm auf jeden Fall mal den Haken reinmachen, dass ich ihn nicht versehentlich rauslasse. Dann haben wir Prinz Dömetör, bei dem wir vielleicht schon anders hätten verhandeln können, aber haben wir nicht. Weil wir viel zu ungeduldig für sowas sind. Der hat außerdem noch die Grafschaft Kaiserslautern da hinten. Nur das kann mir ja egal sein. Kaiserslautern gehört zu den Ostfranken. Ja. So. Da werde ich nochmal drüber nachdenken. Dann haben wir den König von Sizilien. Lange sehr treue Vasallen gewesen, aber dieser hier hat's verspielt. Eigentlich war's ja, warte mal. Sein Vater? Es war eigentlich sein Vater. Das könnte man natürlich argumentieren, dass man sagt, das war ja eigentlich sein Vater, der das Ganze hier angefangen hat. Aber die Frage ist, was würde man ihm, also ein bisschen Strafe muss sein, finde ich. Und es gibt eine Sache, die mich schon ein bisschen länger ärgert, und das ist, dass Kärnten hier unter Sizilien fällt. Deshalb würde ich sagen, er verliert zwar den Königstitel, das hat dieses Haus einfach nicht mehr verdient. Aber er darf Tripolitanien behalten, sozusagen. So. Ob ich ihn so schnell aus dem Kerker rauslasse, mal sehen. Jarlmislav von Lothian. Das ist da oben in Schottland. Das sind eigentlich die, die mir mal richtig egal sind. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt irgendwie, was ich mit dem machen will. Was hat er denn für Titel? Naja, Lothian halt, ne? Das könnten wir schon machen. Oder hat sein Vorgänger das wieder angefangen? Nee. Das war er schon selber. König Dietpold von Ostfranken.
der verdient natürlich Strafe. Denn nicht nur ist er ein Ehebrecher, er hat auch noch eindeutig gegen mich rebelliert. Und verliert dafür, ach so, den kann er jetzt wieder nicht verlieren. Warum? Ist besetzt. Ja, da müssen wir einen Augenblick warten. Ich mache mal hier einen Haken rein. Beziehungsweise ich mache ihn rein, weil ich will ihn nicht versehentlich freilassen. Gräfin Kemal von Bachmut, wo befinden sich deine Ländereien? Hier hinten. Gott, ey, ist mir das egal, was die hier da hinten treiben. Aber sie kriegt es trotzdem aberkannt. Achso, ich kann jetzt entweder oder nur nehmen. Was haben wir denn da hinten so? Also, es gibt das hier und das hier. Ich würde sagen, wir nehmen ihr diesen Titel ab. Bachmut. So sei es. Ich muss nur aufpassen, dass ich die Pause nicht löse, weil ich habe 29 Titel von 11. Die würden mich alle so hassen und sofort in alle Fraktionen beitreten, wenn ich das jetzt machen würde. Das wäre nicht so gut. Sie würde ich tatsächlich sogar freilassen. Wenn sie mir dafür Lösegeld gibt, fände ich das in Ordnung. Sie hat nur eine Grafschaft. Nicht so das Problem. Der Herzog von Philippopolis. Der hat mich schon ganz schön geärgert. Den werden wir rauslassen. Freilassen, das werden wir noch sehen. Aber zumindest ist er nicht mehr mein Vasall. So, und damit sind wir jetzt, glaube ich, an dem Punkt angekommen, an dem wir keine keine Leute mehr bestrafen müssen. Jetzt haben wir hier so eine Anastasia, die hat irgendwie Blattern. Wenn ich die hinrichten würde, würde ich die Eigenschaft Dynastiemörder bekommen. Das will natürlich keiner. Deswegen lassen wir sie so frei. Julianus ist 17 Jahre alt und kann wahrscheinlich nichts dafür. Den lassen wir auch frei. Christina Snafari hat auch die Blattern. Ist aber auch erst 18. Die lassen wir frei für 10 Gold. Herzogin Flavia von Capua. Ich glaube, die haben wir irgendwie gefangen genommen bei unserer Tour hier. Die kann eigentlich nichts dafür. Die bedenkt bereits einen Vorschlag von uns. Gut. Patricia ist die Tochter der Herzogin. Dann wird das wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Ja. Stefania ist eine andere Tochter. Er hier hat auch die Blattern. Ja, freilassen. Aloysia. Die Tochter des Königs von, ja, ehemaligen Königs von Böhmen. Wie sieht sie denn aus? Was hatten sie da für ein Problem? Unersättlich, paranoid, feige? Okay, sieht ein bisschen merkwürdig aus, ihre Haltung, ihr Gesicht. Die lassen wir aber freikaufen. Slavomir Colombo. Kann freikommen. Cotilda von Eselsberg. Na los. Dann haben wir Herzog Rambaldo von Kleinpolen. Auch der wird wahrscheinlich nicht so viel dafür können, dass sein Herrscher rebelliert hat. Der ist auch wahnsinnig mächtig. Unglaublich. Weit mächtiger als der von Großmähren selbst, ne? Ja, das war natürlich so diese Sache. Das war dieser König, der uns hier durch die Lappen gegangen ist. Den hätten wir natürlich auch gerne noch bestraft. Da. Boris. Prinz Opizino von Böhmen. Das ist wer?
Glaube ich mal, der. Ach, das war der König von Böhmen. Glaube ich zumindest. Oder? Nee. Wie kommt es, dass der in meinem Kerker ist? Wahrscheinlich wurde er einfach gefangen genommen. Den lassen wir frei. Der Anspruch kommt wahrscheinlich dadurch, dass er der Bruder ist. Ja. Baron Thomas, so. Bürgermeister sind auch uninteressant. Albrecht von Assel, Supername. Bonifacio, Herzog Hartwig von Hessen, das ist aber auch ein Zungenbrecher. Der hat eigentlich auch kein Verbrechen gegen uns begangen, den können wir einfach mal freilassen. Gott, wir werden so reich werden. Herzog Timotheus von Anhalt, der kann auch nichts dafür. Herzog Gottschalk von Westfranken kann auch nichts dafür. Ist das nicht herrlich? Baron Theodor. Der Bürgermeister. Jawohl. Okay. Lothringen hat die übelste Revolte hier. Sehe ich gerade. Krieg um den Anspruch von Herzog Liudolf auf Königreich von Lothringen und Unabhängigkeitskrieg. Von Jylland. Das sind Unruhaufhänger. Vielleicht gibt es Dänemark doch auch irgendwann. Mal sehen. Finde ich cool. So. Jetzt haben wir uns viel um den Kerker gekümmert, aber wir haben jetzt natürlich viel zu viele Titel, um die selber halten zu können. Was mich ein bisschen ärgert, offen gestanden, ist, dass das hier so dämlich verteilt ist mit der Lausitz und Niederschlesien, sonst hätte ich das herrlich hier mit Milzenia lösen können. Aber die hier haben einfach ganz bescheuerte Titelvergabesysteme gehabt. Ja. Also, wie machen wir es? Unser Sohn ist leider erst 7. Haben wir vielleicht unter unseren Brüdern. Ach, guck mal, wie viele Kinder der hat. Die Jüngeren werden das ja alle nicht erben können. Und der ist 13. Vielleicht könnte man ihm wenigstens ein Herzogtum geben, zum Beispiel Philippopolis. Oder Moment mal, erstmal schauen. Philippopolis, was gehört da nochmal alles zu? Hier wäre auch noch eine Grafschaft. Der hat nur das und das gehört zu Philippopolis. Ist auch ein Unruhrringer, der mich nicht leiden kann, weil ich deutlich über der Domänenschwelle bin. Minus 210 auf die Meinung, deswegen hasse mich die auch alle so sehr. Wie wäre es, wenn ich ihm den Titel. Warte mal, zeig mir mal nur die neuesten hier. Das sind immer noch genug. Hallo? Hallo? Ach so, das ist nicht neu genug, oder was? Oder habe ich ihr das jetzt gar nicht entnehmen? Sag mal, was ist denn hier los? Ich bin doch der Lehnsherr. Ja, den Titel halte ich. Titel vergeben. So, und jetzt schauen wir mal. Das sind die Karpaten. Bulgarien, hier. Herzogtum Philippopolis mit den Grafschaften, die dazugehören. Und damit hätte ich hoffentlich einen sehr glücklichen Vasallen, auch wenn ihm noch ein paar Grafschaften hier fehlen, weil das hier zu Anhalt gehört. Aber das kriegen wir vielleicht auch noch auf die Reihe. So. Dann habe ich ja noch in Transkarpatien, glaube ich, übernommen. Ja. Das habe ich, glaube ich, auch so ziemlich komplett. Nee. Hier hätten wir auch noch einen. Graf Ricardo von Berek. Finde ich gut. Das geben wir ihm. Titel vergeben. Hier. Yeah.
Herzogtum Transkarpatien. So. Der hat schon mal eine etwas bessere Meinung von mir. Ich habe aber immer noch genug. Wir haben nämlich hier. Die Ostfranken konnte ich ja noch nicht abnehmen, aber wir haben ja halt noch Böhmen. Das ist ja das Herzogtum Böhmen hier, ne? Also meine Idee wäre, dass man das Herzogtum Böhmen jetzt an unseren zweiten Sohn vergibt. Ja. Allerdings würde ich ihn gerne vorher verloben. Das habe ich jetzt nicht bedacht, dass ich das vielleicht machen müsste. Allerdings sind wir auch ziemlich am Ende der Folge. Und ich denke, ich werde da jetzt noch mal, also ich werde jetzt noch mal darüber nachdenken, wem wir hier was, wie, wann geben. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.